Hey, du Hurensohn! Der Wagen war neu! Ja, lauf einfach gechillt weiter, ist in Ordnung. Oh, the cut, the crew cuts, the cut's crew, wollte ich schon sagen. Und der Dreckstreifenwagen ist bestimmt immer noch da hier. Nein! Mann! Okay, wir machen das jetzt noch einfacher. Wir laufen einfach die komplette Strecke ab. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon zum dritten Mal diese Drecksmission starte. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Ah, geil. Geil, geil. Und da kommt der nächste Streifenwagen. Irgendwie muss hier in der Nähe ein Donut-Shop aufgemacht haben. Sonst würden da denn so viele Streifenwagen rumlaufen. Oder rum. Ja, Streifenwagen, die rumlaufen. Oh Mann, Maffi, du hast es mal wieder drauf heute. Rumlaufende Streifenwagen, meine Damen und Herren. Sowas kriegen sie nur hier. Gut. Na, perfekt eingeparkt. Die Bremsspur lässt das Ganze noch perfekter wirken lassen. So, jetzt mal wieder nachladen. Ich bin's, Joe. Wie meine Mutter immer sagte, man kann nie genug Munition haben. Deine Worte in Gottes Ohren. Ausgezeichnete Waffen. Habe ich alles, ja? Gut, und bis zum nächsten Mal. Wie viel habe ich jetzt wieder ausgegeben? Fast 2000 Dollar. Wenigstens muss ich jetzt keine Bullen schmieren. Was ist denn jetzt kaputt? So, jetzt brauche ich allerdings eine andere Karre, weil mit der wird das ein bisschen schwierig. Kein Bulle hier? Sehr schön. Doch, da hinten ist einer. Hallo. Das ist die richtige Einstellung, Wachmeister. Hey, bist du wahnsinnig? Ja, bin ich. Wenn es nach Freaky geht, bin ich wahnsinnig. Und ich mag Haie. Was eigentlich nicht stimmt, aber wir lassen es jetzt mal einfach so im Raum stehen. Nein, 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 nein. Diesmal nicht. Diesmal mache ich keinen absichtlichen Unfall. Ich möchte jetzt endlich diese Mission abschließen. Und ich möchte nicht, dass das wieder nur an meiner Unfähigkeit liegt. So. Deshalb hauen wir jetzt den Tempobegrenzer rein und fahren jetzt so ganz gechillt dahin. Ohne irgendwie auch nur ansatzweise Ärger zu machen. Scheiß auf den Tempobegrenzer, ich bin doch eh gleich da. Nur Sprengstoff im Wagen, sei also vorsichtig. Ja, das scheitert schon daran, dass ich fahre. Da kann ich nicht vorsichtig fahren. Wenn ich ein 50er-Schild sehe, muss ich da, denke ich mir immer, dass da eine imaginäre Null noch hinten dran hängt. Ist ein bisschen schön.
Oder zwei, weil dann heißt das, ich muss mindestens 5000 Touren auf dem Tacho haben. Oder auf dem Drehzahlmesser. Da haben wir schon das erste Problem. Schickes Auto. Was soll ich machen? Hier einsteigen? Verstehe ich jetzt nicht. Ah, okay. Ja! Nein! Das darf jetzt nicht wahr sein. Oh Gott! Okay. Jetzt habe ich aber wirklich langsam die Faxen dicke. Ehrlich mal, jetzt habe ich echt langsam die Faxen dick. Falsches Auto, ich will es doch nicht haben. Ich will das hier. Halt die Fresse! Hast du keine Augen? Ihr müsstet gerade meinen Gesichtsausdruck sehen, mit dem ich gerade zocke. Das ist so ein halber Facepalm. Aber nur halt halb, weil ich ja noch auf einem Auge was sehen muss. Alles klar. Aus dem Weg! So, wir scheißen jetzt mal da drauf, obwohl, nein, vielleicht schaffe ich es ja doch diesmal. Ich gehe nie ohne aus dem Haus. Nette Maschinenpistole, was will man mehr? Wie meine Mutter immer sagte, man kann nie genug Munition haben. Es muss man den Crowds lassen. Sie waren verdammt gute Wummen. Danke, ich bin zur Hälfte ein Crowd. Aus. Ja, ich bin verrückt und ich bin auch wahnsinnig. Ich bin nämlich gerade wahnsinnig gereizt. Also reiz mich besser nicht. Kann ich doch mal hupen? Wie kann ich hupen? Ah, mit E, okay. Delta Radio. Keep through the night. EDM. Schon ein bisschen bescheuert, wenn ich hier mit. Ja, wo so geht's eigentlich?
Nein! Mann! Das ist jetzt bestimmt schon das fünfte Mal, dass ich... diese Scheißmission starte. Das darf doch nicht wahr sein. So viel Inkompetenz auf zwei Beinen habe ich ja...